Im Nordtiroler Unterland liegt die geschichtsträchtige Glasstadt Rattenberg. Eingebettet zwischen Inn und Schlossberg liegt die Stadt zu Füßen einer Burg aus dem 10. Jahrhundert. Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Gäste, ich freue mich, Sie als Bürgermeister der Glasstadt Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs, hier zum Rattenberger Advent begrüßen zu dürfen. Der Rattenberger Advent hat sich in den letzten Jahren zu einer großartigen kulturellen wie wirtschaftlichen Veranstaltung entwickelt. Und ich freue mich, dass unser Rattenberger Advent mittlerweile von vielen regionalen und überregionalen Medien zu den schönsten Veranstaltungen Österreichs gezählt wird. Rattenberg ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Mit knapp über 400 Einwohnern ist sie die kleinste Stadtgemeinde Österreichs. Im Mittelalter war sie als bayerische Grenzstadt zu Tirol ein bedeutender Umschlagplatz für die Innenschifffahrt. Das mittelalterliche Stadtbild Rattenbergs konnte über die Jahrhunderte nahezu unverfälscht erhalten werden und trägt wesentlich zum heutigen Reiz und Charme der Stadt bei. Bei einem romantischen Spaziergang durch die Stadt entdecken wir an jeder Ecke mittelalterliche Kleinode. Die mitten in den Fels gebauten Nagelschmiedhäuser beheimaten das Handwerksmuseum. Original eingerichtete Stuben und Schlafräume sind stumme Zeugen der Geschichte Tirols und jederzeit einen Besuch wert. Unweit des Stadtbrunnens befindet sich die Statue der heiligen Nordburga. Sie wurde um 1265 in Rattenberg geboren und ist die Patronin der Landwirtschaft und Schutzheilige von Rattenberg. Eine schöne Büste Nordburgas finden wir in der kleinen Nordburga-Kapelle, die sich in der Stadtpfarrkirche befindet. Eines der bedeutsamsten Museen Tirols ist das Augustinermuseum. Dort werden Kunstschätze aus über 9 Jahrhunderten der Geschichte Tirols in den altehrwürdigen Mauern des ehemaligen Klosters präsentiert. Das Glashandwerk ist eine bedeutende Attraktion in Rattenberg. Seit über 400 Jahren wird hier Glas geblasen und veredelt. Die Handwerkstradition steht dabei im Mittelpunkt. Wie früher werden die Stücke mundgeblasen und händisch bearbeitet. Jedes einzelne davon ist ein Unikat. Als wichtigstes Werkzeug kommt die Glasmacherpfeife zum Einsatz. Das flüssige Kristallgas wird aus dem 1200 Grad heißen Ofen gedreht und durch Hineinblasen und Drehung in die richtige Form gebracht. Ist der Glasbläser mit seinem Kunstwerk zufrieden, kommt dieses zum Abkühlen in den 500 Grad heißen Abkühlofen. Die so gestalteten Kunstwerke können im Anschluss in der Glasgravur veredelt werden. Besonders schön ist ein Besuch der Stadt zur Adventszeit. An den vier Adventwochenenden verwandelt sich die ganze Stadt zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Kerzen, Fackeln und offenes Feuer tauchen die Stadt in ein natürliches Stimmungslicht. Inmitten der prachtvollen Altstadtkulisse besinnt man sich auf die ursprünglichen Weihnachtsbräuche. Hier kommen die Menschen zusammen und gemeinsam zur Ruhe. Bei einer Tasse Glühwein und regionalen Delikatessen stimmt sich alt und jung auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Liebe Besucherinnen und Besucher, ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit, den Rattenberger Advent und unsere Stadt sowohl kulturell als auch kulinarisch zu entdecken und zu genießen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie bei Ihrem nächsten Besuch in Rattenberg persönlich begrüßen könnte und wünsche Ihnen noch eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit. Musik